Das ist nämlich sonst ein bisschen kritisch, wenn das nicht funktioniert. Und ich hätte gern das Ding da oben wieder. Ich hätte gern... Gib mir meine Raffinerie wieder. Weil... Die vereinfacht mir doch einiges, wenn ich die habe. Wow, also die Belagerung ist ja echt schlimm. Das muss er ja mal so zugeben. Ah, aber ich baue mir jetzt ein Amphibienfahrzeug. Wo mir auch erstmal... Wie heißt der? Den Ägäiskreuz hier vorne, dass er vielleicht mithelfen kann bei der Verteidigung. Zusätzliches Kraftwerk schadet bestimmt nicht. Noch ein Prismaturm. Wo baue ich den Prismaturm hin? Ja, ein Hafen lohnt sich, glaube ich, nicht so. Oder den Strand. Theoretisch müsste er hier hin, aber hier kann ich gerade nichts bauen. Haben sie sehr geschickt gemacht, die Herren und Frauen Sowjets. Hat überhaupt schon mal eine Frau bei den Sowjets? Ich habe noch keine gesehen bis jetzt. Ich lasse die Dreadnoughts aber mal weiterschießen. Und schicke meinen Ingenieur mal rüber, um meine Raffinerie wieder zurückzuerobern. Ich glaube, ich sollte die Gebäude hier besetzen. Vor allem das hier. Das erscheint mir nach einem sinnvollen Plan. Nee, das erscheint mir ein sinnvoller Plan zu sein. So. Dann das Alliiertenlabor in Auftrag geben, damit wir... Wir haben kein Geld. Stopp. Aufhört, 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 aufhört. Wieso haben wir kein Geld? Weil wir keinen Sammler mehr haben. Wir haben keinen Sammler mehr. Warum auch immer. Das ist schlecht. Würde ich mal so behaupten. Wieso haben wir... Hier, doch, hier ist noch ein Sammler. Ein einziger. Wir hatten mal drei. Das ist eine schlechte Quote. Irgendwas war hier beschädigt. Genau das Teil. Okay, der Ägäiskreuzer hilft mit, so gut er kann. Kommt aber nicht so viel bei rum, weil er zu weit weg steht. Ja. Gut. Was? Okay, ihr habt es diesmal eilig. Diese Botschaft geht an den untergetauchten Commander. Der doch tatsächlich weiter tanzt, obwohl das Orchester gar nicht mehr spielt. Die Zeit ist reif. Beugen Sie sich sofort der sowjetischen Oberherrschaft, Commander. Und wenn ich ernst mache mit meinen Atombomben, dann werden Sie um eine neue Chance winseln. Okay, okay, okay. Wir haben ein Problem. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Ja, ja. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben noch nicht mal eine Chronosphäre. Wir haben kein Geld, wir haben keine Chronosphäre und wir haben keine Einheiten. Das klingt nach einem Problem. Denn wir brauchen mindestens zwei Chronosphären-Einsätze, um einmal das hier zu zerstören und hier... Moment. War hier hinten nicht doch was? Okay. Okay, okay. Funktioniert schon irgendwie. Irgendwie wird das funktionieren. Neue Bauoptionen. Wir geben erstmal die Chronosphäre in Auftrag und hoffen. Du denkst auch wirklich, du kannst da was ausrichten hinten, oder? Herr Desolator. Ich glaube, ich sollte echt meinen Hafen verkaufen, weil der... Bringt mir absolut gar nichts gerade. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Chronosphäre, ob ich da lieber Mirage-Panzer statt Prista-Panzer rüberschieße, weil die wären etwas günstiger. Ich probiere es mal aus. Ich schicke Mirage-Panzer rüber. Stell die direkt. Obwohl. Nein, 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 nein. Wir bauen Prista-Panzer. Ist es besser mit Prista-Panzern? Zwei Prista-Panzer. Einer sollte sogar schon ausreichen, wenn wir einen darüber schicken. Jetzt ist die Chronosphäre auch bereit. So. Die brauchen wir. Sonst haben wir ein Problem. Wir brauchen einen Prista-Panzer. Einen einzigen.
Der reicht. Ein einziger Prisma-Panzer reicht aus, damit wir dieses Atomkraftwerk zerstören können. Das sollte funktionieren. Dann brauchen wir noch ein paar Prisma-Panzer mehr, damit wir das andere zerstören können. Aber ein bisschen Plan gerade und ich brauche mehr Energie, sonst habe ich gleich ein Problem. Weil bei den ganzen Dreadnoughts, die hier rumstehen, zerstören wir garantiert noch irgendwo, irgendwann ein Kraftwerk. Warum wehrt ihr euch eigentlich nie gegen die Dinger, hm? Ich weiß es nicht. Wir brauchen... Oh nein, ihr geht jetzt... Warum geht ihr jetzt da oben hin? Geht weg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Prima. Die beiden auch noch weg. Ich brauche mehr Prisma-Panzer. Drei Stück sind ausreichend für die zweite, für das zweite Atomkraftwerk. Allgemein würde ich behaupten, es sieht besser aus als gerade eben. Garantieren kann ich allerdings nichts. Ich hätte auch gerne den Satelliten ablenkt, damit ich wieder die ganze Karte sehen kann. Das wäre eine große Hilfe. Ich benutze die Flugeinheiten gegen die Flugabwehr. Das ist natürlich super intelligent. Aber es funktioniert. Ein bisschen. Eine Minute noch, dann ist die Chronosphäre bereit. Boah, ist das schlimm mit der Luftbelagerung. Weil ich müsste eigentlich meine... Moment. So. Warum habe ich da nicht eher dran gedacht? Gut, jetzt sehen wir alles schon mal. Das ist eine große Hilfe. Ich überlege gerade, ob ich erst das zerstören soll oder erst das hier hinten. Ich glaube, das hier ist... Es wäre sinnvoller, das hier kaputt zu machen. Da bin ich gerade ziemlich von überzeugt. Wir probieren das aus. Wir schicken vier gleichzeitig rüber. Bauen dann nochmal drei. Ihr seid Gruppe Nummer 1. Ziel wählen. Chronosphäre bereit. Ich schicke euch dann einfach mal hier hin. Achtung! Chronosphäre aktiviert. So, bitte macht das Ding kaputt. Vielen Dank. Jetzt macht ihr auch das kaputt. Bitte, 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 bitte schnell. Einheit bereit. Sehr schön. Jetzt haben wir Ruhe. Einheit verloren. Jetzt kümmert euch noch um den Bauhof, so schnell ihr könnt. Ihr seid einigermaßen fix unterwegs. Komm schon, mach ihn kaputt. Komm schon, mach ihn kaputt. Sehr schön, der Bauhof ist auch weg. Heißt, wir haben uns einigermaßen Ruhe. Einheit verloren? Einheit verloren? Ah. Gut, wir haben auch gleich Ruhe vor den Dreadnoughts. Wir haben keine Atombombe mehr da rumstehen. Sammler unter Beschuss. Oh. Das ist schlecht. Ich glaube, wir holen mal kurz unsere Prisma-Panzer und verteidigen unsere Sammler, weil die brauchen wir definitiv. Der interessiert sich gar nicht dafür, oder? Und der heilt sich auch selbst, sehe ich gerade. Mit Delfine sind aufgestiegen vom Rang her, finde ich auch nicht schlecht. So, bitte. Ui, zieht euch zurück. Gebäude verlassen? Moment. Moment, welches Gebäude? Och nein. Ägäis-Kreuzer, komm her. Das ist schlecht. Reparatur läuft. Gebäude verlassen. Einheit befördert. Oh je, oh je. Gut, das haben wir schon mal verteidigt. Heißt, wir brauchen hier nochmal eben Luftabwehr. Eine sollte ausreichen. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt Einheiten verlieren oder sonst wo, wo wir keine verlieren. Ist mir gerade relativ egal. Funktioniert. Ah, das Gebäude wurde verlassen. Setzt euch mal in das rein jetzt. Ich glaube, das ist effizienter. Jetzt bin ich entspannt. Jetzt bin ich entspannt. Wir haben keinen Strom mehr.
Atmosphäre. Ich muss nur noch die Atomkraftwerke zerstören, die Atombomben zerstören. Ja, also die Silos. Das ist doch gleich viel angenehmer. Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll gewesen, die Brücke zu zerstören. Und wisst ihr was? Tschüss. Tja. So schnell wird man gegnerische Fahrzeuge los. Das funktioniert tatsächlich. Man kann mit der Chronosphäre feindliche Fahrzeuge vom Land ins Wasser befördern, damit werden sie versenkt und dementsprechend zerstört. Umgekehrt funktioniert das auch. Man kann auch Schiffe ans Land befördern und diese werden auch zerstört. Tolle Sache. Wenn man das nutzen muss. Wie ich jetzt gerade. So, jetzt können wir nochmal reden. Wir bauen jetzt erstmal noch einen Erzreiniger, weil gibt mehr Kohle für uns. Wir haben tatsächlich den kompletten Turm zerstört. Na gut, wenn ihr meint. Das Ding ist fast voll besetzt. Ich hätte jetzt tatsächlich gerne. Sie haben ein Amphibienfahrzeug zerstört. Okay, ich habe es nicht mitgekriegt. Wann war das denn bitte? Weil der Rest sollte jetzt einigermaßen einfach sein. Wir haben keinen Strom mehr für die Atombomben. Die sollte jetzt nur nicht anfangen, alle Gebäude zerstören, die Strom verbrauchen, sondern erst die Kraftwerke natürlich. Einheit bereit. Die Dinger hier haben noch Strom, weil die von Tesla-Troopern mit Strom versorgt werden. So wie ich das weiß. Ich glaube, das war so. Ah, hallöchen, Leute. Ich hoffe, ihr greift mich nicht allzu sehr hier an. Nö, ihr interessiert euch nicht für mich. Finde ich gut. Wo denn? Wo kommt der Panzer her jetzt schon wieder? Meine Güte. Ich finde es extrem nervig, wenn sie irgendwo meine Basis irgendwelche Einheiten absetzen. Das geht nicht. Da müssen wir nochmal drüber reden, Kumpel. So, Amphibienfahrzeug, komm mal her. Ich hole mir jetzt endlich... Wo ist der Ingenieur? Da. Ich hole mir jetzt endlich die Raffinerie zurück, damit ich da wieder bauen kann oder Erz sammeln kann. Ich glaube, ich sollte echt mehr Gebäude hier besetzen. Was wäre denn das nächste, was wir angreifen sollten? Wir haben noch einen Apokalypse-Panzer. Ich glaube allerdings nicht. Doch, sie haben jetzt hier noch Kohle. Hier wäre theoretisch das beste Ziel. Ich weiß nur nicht, welche Einheiten wir denn schicken. Frisserpanzer wären ja eigentlich ideal, allerdings werden die so schnell zerstört, dass es sich nicht lohnt. Muss ich nochmal überlegen. Bin ich noch nicht sicher. Wir können natürlich jetzt auch hier mal ein Kraftwerk hinsetzen. So. Dann Amphibienfahrzeug, hier rüber. Ich glaube, die Mission wird definitiv länger gehen als vorgegeben. Obwohl, wir können auch mit Lufteinheiten angreifen. Das wäre gar nicht mal so doof. Wenn ich mal so drüber nachdenke. Dürfte ihre Luftabwehr ja eigentlich nicht mehr funktionieren. Oder ich habe das gerade wieder falsch im Kopf. Oh, da scheinen U-Boote zu sein. Macht nichts. Gleich ein zweiter Prismaturm für uns. Sehr gut. Zweiter Prismaturm für uns. Das ist fantastisch. Chronosphäre ist bereit. Das gefällt mir, das gefällt mir. Bauen wir noch ein Kraftwerk? Satelliten ab den Kampf bereits. Patriot-Rakete wäre hier hinten nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Gebäude besetzen. So. Sollte ausreichen. Moment, wie war das nochmal? Genau. So, man kann nämlich mit T alle Einheiten des Typs anwählen, die gerade markiert sind. Das ist ganz cool.
gehen jetzt nämlich hier ins Amphibienfahrzeug rein. Ich hoffe, es überlebt den Trip hier rüber. Wäre zumindest ganz nützlich. So, dann noch eine Luftabwehr hier hin. Noch ein Kraftwerk. Falls sie mir die Raffinerie übernehmen. Ich glaube, das werden sie jetzt nämlich tun. So, die Ingenieure sind weg. Das ist schön. Ohne Ingenieure können sie mir das Zeug schon mal nicht übernehmen. Dann setzen wir noch eine Mauer drum, so eine kleine, falls sie da irgendwie hinkommen. Bisschen übervorsichtig, aber warum nicht? Obwohl die Mauer war ein bisschen sinnfrei, fällt mir gerade mal auf. So, kleine Mauer. Dann noch eine MG-Stellung, falls sie noch weiter mit Infanterieeinheiten ankommen. Es läuft, es läuft, es läuft. Langsam läuft. Dann können wir jetzt eigentlich mal anfangen, deren Häfen zu zerstören. Das ist mir nämlich ein großes Anliegen. Und die fand ich doch bis jetzt ziemlich nervig. Des Weiteren die MG-Stellung hin. Denn wie man sieht, die Prismaschirme sind nicht die effizientesten Gebäude, oder effizientesten, ja doch, effizientesten Gebäude gegen Infanterieeinheiten. Da sind die MG-Stellungen schon etwas besser für geeignet, vor allem wenn es Massen an Einheiten werden. Der Angriff ist geglückt, aber sie reparieren es gleich wieder. Na, natürlich. Dann brauchen wir wohl mehr Flugeinheiten. Warum nicht? Setzen wir hier noch irgendwo eins hin? Komm schon, da. So, dann. Du. Hier rüber. Sehr schön. Kommen sie jetzt hier rüber? Ne, jetzt stören sie auch nicht mehr. Jetzt sind sie ruhig geworden inzwischen, die Sowjets. Angriff mit den... Achso, das ist die Musik im Hintergrund. Ich dachte gerade schon. Angriff mit den Delfinen ist natürlich jetzt irgendwie... Könnte ich probieren, aber sobald ich da irgendwie auf Einheiten treffe, also auf U-Boote, ist das Ganze wieder witzlos. Wobei, wenn ich die Chronosphäre gerade nicht selber nutze... Könnte ich hier ein paar Einheiten auslöschen? Das ist nämlich sehr effizient. Die Chronosphäre tötet alle Infanterieeinheiten, die davon betroffen sind. Also die im Bereich der Chronosphäre waren. Ist super, um eine große Armee Infanterieeinheiten loszuwerden. Wie man gerade gesehen hat. Und sonst würde ich mal sagen, Prisma-Panzer, ja, ich weiß nicht, Prisma-Panzer lohnt sich halt nicht gegen die Apokalypse-Panzer. Wir bauen trotzdem mal welche und plus ein paar Mirage-Panzer. Damit sollten wir noch was anfangen können. Und die ganzen Terror-Drohnen müssen natürlich weg. Die müssen definitiv weg. Noch ein weiteres Air Force-Hauptquartier für mehr Area und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Einheit bereit. Hier sieht man mal, was der, wie groß der Unterschied ist, wenn man mal weiß, was man machen muss. Captain meldet sich. Dann will die GIs ausladen, falls die Service gleich hier wieder ankommen. Produktion abgeschlossen. Ja, Sir. Bin unterwegs. Ich hoffe, ihr passt da alle ins Gebäude rein. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann müsst ihr irgendwie ins andere Gebäude. Einheit bereit. Mehr Hauptquartiere für mehr Lufteinheiten. Passt ihr da alle rein? Nee. Dann geht ja in das da rein. Viel Spaß. Kann ich eigentlich Autos besetzen? Nein, die können die Autos so angreifen, theoretisch. Schade, das wäre lustig gewesen. Wobei, wir können auch Flugzeugträger bauen. Aha. Das wäre natürlich auch was Feines. Hört mal bitte mit den ganzen Panzern auf. Ich habe nämlich kein Geld. Hier ist noch ein bisschen Geld. Hier ist noch genug. Ich sollte mehr Sammler bauen. Ich sollte echt mehr Sammler bauen. Bei hinten mal irgendwas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stehen hier überall Alligatoren rum. Und hier gibt es viel Kohle. Ah.
Auf jeden Fall können wir gleich die Chronosphäre einsetzen, um wieder ein paar Einheiten loszuwerden. Ist nur die Frage, welche diesmal. Hier stehen ja schon wieder so viele rum. Wir können es nicht lassen, oder? Chronosphäre bereit. Ja, Chronosphäre bereit. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt loswerden. Ich würde nur sagen, wir werden die da... Obwohl, nee, die hier los. Chronosphäre bereit. Achtung. Chronosphäre aktiviert. Plopp. Da sind die Panzer weg. Und die Terrordrohnen. So einfach geht das. Ich bin immer gespannt, ob sie jetzt neue bauen oder nicht. Ich könnte natürlich auch ganz dreist sein und in deren Basis reinfliegen und das Ding jetzt zerstören. Und das hier. Einheit bereit. Oh, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Kanal frei. Mach das mal. Bereit zum Angriff. Ich habe so die Vermutung, dass das funktionieren könnte. Das könnte sehr wohl funktionieren. Mit ein bisschen Glück verkaufen die dann all ihre Gebäude wieder. Das wäre fantastisch. Einheit bereit. Wird wahrscheinlich jetzt wieder ein paar Flieger verlieren. Aber Verlust ist überall. Oder Schwund ist überall. Sehr schön. Das Gebäude ist schon mal weg. Und wir haben keinen einzigen Harrier verloren. Und so noch kein Geld, aber wir haben keinen einzigen Harrier verloren. Ach, die setzen hier hinten ihre Einheiten ab. Gut, dass mir das auch mal auffällt. Aber hier sollte ich jetzt, glaube ich, keine Probleme mehr haben. Ich hole mal das Amphibienfahrzeug wieder zurück, falls ich das hier drüben noch brauche. Und der nächste Angriff wird dann auf das Ding hier gehen. Dann haben sie keine Produktionsgebäude mehr. Obwohl auch sie haben die Häfen. Mist, hätte ich dran gedacht. Sie hätten dann noch die Häfen. Aber die können wir auch auf dieselbe Art und Weise loswerden. Mit so vielen Fliegern sollte das funktionieren. Seid ihr schon wieder einsatzbereit? Oh ja, ihr seid einsatzbereit. Dann probiert mal euer Glück. Ich hoffe, ich zerstöre nicht zu viele Gebäude. Einmal alles reparieren. Sehr schön. Hoffentlich funktioniert das. So gerade eben. So gerade eben hat es funktioniert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr erfreut. Unsere Chronosphäre ist einsatzbereit. Ich könnte sie einsetzen. Einheit bereit. Ziel wählen. Die ganzen Panzer stehen zu weit auseinander. Einheit bereit. Hier stehen 5 Sammler rum, das lohnt sich allerdings nicht. Chronosphäre bereit. Warum nicht? Achtung. Chronosphäre aktiviert. So, Einheit weg. Einheit bereit. Solange ich die Chronosphäre nicht für andere Dinge brauche, kann ich das ruhig benutzen dafür. Jetzt haben wir auch wieder Geld. Jetzt ist die Frage, was bauen wir? Ich würde mal sagen, weitere Lufteinheiten. Pilot meldet sich. Die sind zwar noch nicht einsatzbereit. Flieger meldet sich. Oder? Seid ihr einsatzbereit? Doch, die sind einsatzbereit. Dann werdet ihr jetzt... Reichen 5 Kraftwerke aus, um so viele Verteidigungssachen zu... Nein. Dann werdet ihr jetzt den anderen Hafen zerstören. Produktion abgeschlossen. Und wenn ich Glück habe und dann noch das letzte Gebäude hier zerstöre, was Einheiten produzieren kann, habe ich gewonnen. Ein bisschen Glück habe ich gleich gewonnen. Müssen wir mal schauen. Gut, sie haben immer noch nicht genug Strom. Das läuft alles nach Plan gerade. Sie haben noch nicht genug Strom. Es läuft alles gerade nach Plan. Das ist gut. Ich mag es, wenn es nach Plan läuft. Ihr beide geht mal doch in das Gebäude rein. Das lohnt sich eher. Es läuft nach Plan.
Wir haben Geld. Wir haben viele Flugzeuge. Und wir haben noch keine Werkstatt. Fällt mir gerade mal so auf. Ich weiß ja nicht, warum die Werkstatt unbedingt brauche, aber ich baue jetzt einfach mal eine. Oh, der Aegis-Kreuzer hat das Flugzeug abgeschossen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist fantastisch. Der Aegis-Kreuzer hat das Flugzeug abgeschossen. Bedeutet, da kommen jetzt keine Einheiten mehr lang. Du lässt dich mal kurz reparieren. Und dann würde ich mal sagen, speichern wir. Das ist jetzt schon Mission Nummer 11. So. Gespeichert. Setzen das Spiel fort. Ups, das war die falsche Taste. Holen uns alle Jets und zerstören das letzte Produktionsgebäude. Jetzt bin ich gespannt. Da kommen sie an. Auf der Karte sieht man sie. Einheit repariert. Jetzt bin ich gespannt. Werden sie ihre Gebäude verkaufen? Oder muss ich alle Atombomben zerstören? Alle Atomraketen-Silos? Ich muss sie scheinbar alle zerstören. Gut, gut, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Was heißt, ist nicht so schlimm? Es wäre irgendwie quasi geschummelt, wenn ich jetzt irgendwie diese Strategie ausnutze, wodurch sie alle ihre Gebäude verkaufen. Hätte ich geschummelt. Aber es hätte funktioniert. Gut, dann bauen wir erstmal noch ein paar Zerstörer. Drei weitere GS-Kreuzer, noch ein paar Flugzeugträger. Wir haben die Kohle jetzt. Jetzt können wir das alles machen. Jetzt können wir alles bauen, was wir wollen. Ein paar Mirage-Panzer wären nicht schlecht. Die Flieger könnte ich auch gegen die Panzer einsetzen. Oh, wir haben sogar noch einen. Machen wir mal einen weniger davon. Dann das nächste, was ich zerstören werde. Es reichen doch, glaube ich, so viele aus, um ein so ein Kraftwerk loszuwerden, oder? Kommt mal her. Ich habe nur keine Lust, dass sie nämlich wieder genug Strom haben. Ja, ihr solltet auch ausreichen. Macht das mal kaputt. Und ihr das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ausreicht. Die Chronosphäre ist ja auch schon wieder einsatzbereit. Ach ja. Ich bin gespannt. Ja, das reichte aus. Erfreulich. Sehr erfreulich. Tschüss. Damit ist ein Panzer weg. Und damit sind auch fast alle Kraftwerke weg. Sehr erfreulich. Wir werden jetzt zwar ein paar Flieger verlieren. Ein paar Flieger ist gut, wir verlieren fast alle. Das macht aber nichts. Wir haben genug Geld, dass wir uns neue bauen können. Ich möchte gerne, dass die Schiffe mal sich hier hinten sammeln. Denn wenn die Chronosphäre das nächste Mal einsatzbereit ist, werde ich meine Einheit drüber schicken. Die Mirage-Panzer sollten einen kurzen Prozess mit den Apokalypse-Panzern machen. Hoffe ich zumindest. Auch wenn das nicht viele sind. Und dann schauen wir mal, was die sonst noch zu sagen haben. Die haben, glaube ich, wie viele Apokalypse-Panzer haben sie noch? Zwei. Die könnte ich auch zerstören. Ich glaube, das wäre gar nicht so doof. Darf halt nur nicht gerade mit meinen Fliegern in die anderen Einheiten reinrasseln, in die Luftabwehr. Wir probieren das mal. Ihr alle kümmert euch um den. Der Rest kümmert sich um den da. Wenn die weg sind, steht nichts mehr uns im Wege. Aber wirklich gar nichts. Von daher möchte ich mal schauen, was jetzt passiert. Ob die ausreichen. Reicht die aus? Ihr reicht aus. Jawohl. Jawohl.
Tja, auch du wirst jetzt weichen, mein Freund. Auch du wirst weichen. So, das war die letzte gefährliche Abwehr. In ein paar Sekunden oder eine halbe Minute oder so wird die Chronosphäre einsatzbereit sein. Oh, U-Boote, wie gefährlich. Oh, es sind ein paar mehr U-Boote. Die du dich mal zurück. Könntest du mal auf die feuern? Das wäre ganz toll. Ihr bist mal kurz weg. Könntest du auf die feuern? Würde die U-Boote auch gern loswerden. Bevor sie meine Sachen zerstören. Heißt, wir brauchen mehr Zerstörer. Du ziehst dich zurück. Sehr schön. Gut, Chronosphäre ist einsatzbereit. Also, dann auf geht's. Ich wünsche euch viel Spaß hier drüben. Achtung, Chronosphäre aktiviert. Ja, Sir. Einheit bereit. Sehr, sehr schön. Vorrücken, Leute. Einheit befördert. Die Mirage-Panzer sind super geeignet gegen die Infanterieeinheiten, wie man sieht. Einheit befördert. Rückt noch ein Stück nach vorne. Das funktioniert fantastisch. Die Mirage-Panzer kümmern sich um die Infanterieeinheiten. Die Pristan-Panzer helfen mit. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, die Flieger kümmern sich um die letzte Atombombe. Und dann ist es vorbei. Ja, da wird auch der eine Panzer mich nicht dran hindern. Oh Junge, das war am Anfang heftig. Ich werde jetzt nur mal eben schnell speichern, denn der Einsatz wird jetzt vorbei sein. Erfreulich, sehr erfreulich. Bin sehr zufrieden. Hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Auf Wiedersehen, Sowjets. Einheit befördert. Eintreffende Nachricht. Ich warnte Sie, dass Sie vernichtet würden, Commander. Und diese Warnung werde ich jetzt... Was? Deaktiviert. Doch, die Raketen wurden deaktiviert. Aber das... Ihre Stunde wird kommen, Commander. Denn ich werde sie bald zerquetschen. Und zwar sehr bald. Oh. Einsatz erfolgreich. Hui, Rang General. Russische Befehlshaber fürchten ihr Kommando mehr als die gesamten alliierten Divisionen. Wenn ein einzelner Mensch etwas bewirken kann, dann sind sie es. Vielen Dank, vielen Dank. Wir waren sogar tatsächlich schneller als ich dachte. Benötigte Zeit 41 Minuten und 46 Sekunden. Durchschnittliche Zeit 1 Stunde und 20 Sekunden. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Und beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich auch dabei, wenn es weitergeht. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.